Der erste Tag ist um. Im Hintergrund passiert gerade die Players Night. Die Spieler genießen das schon, sind schon mal wieder angekommen. Es ist schon so viel passiert die Woche. Es war der Castle Shot, es war das Shootout, es waren die zwei Pro-Am und heute der erste Tag. Der hat uns einen Albatros beschert. Wir haben jetzt einen kleinen Zusammenschnitt des ganzen Tages gemacht. Schaut es in Kaison. Und wenn es auf den Genuss kommt, ich kann euch nur sagen, kommt live vorbei aufs Wochenende und genießt es. Also ihr seid auch heute gekommen zum Zuschauen. Von dir weiß ich, du bist sowieso ein passionierter Golfer. Wie gefällt dir das da? Super, ich bin das erste Mal dabei, dass ich mir so ein großes Turnier überhaupt einmal anschaue und das ist schon sehr beeindruckend. Es ist faszinierend, oder? Also die Schläge, was sie so da bringen und wie sie mit den ganzen Situationen umgehen, oder? Die reden nur, die treffen auch, ja. Wie findest du die ganze Geschichte da? Ich muss sagen, es ist echt richtig, richtig geil. Ich habe es tatsächlich das erste Mal heute ein Golfturnier beobachtet. Und man kennt es ja sonst aus dem Fernsehen, wie das so ist. Und es war schon spannend, einmal das zu sehen, wie das so organisiert ist und mit den ganzen Routen für die Zuschauer. Das hat alles ganz gut gepasst, finde ich. Also man hat immer alles gesehen. Ja. Naja, Golf kann man zu so einem hohen Alter auch spielen und der Schwung und wie trotzdem die Legends spielen, das ist einfach ein Wahnsinn. Leider nicht gut gespielt, aber es war trotzdem ein geiles Erlebnis. Und morgen spiele ich sicher besser, weil dann ich bin sehr viel entspannter, glaube ich. Das glaube ich auf alle Fälle auch. Mit den Putts ein bisschen Glück gehabt oder war da, ist da noch das Glückpotenzial? Können wir das noch steigern? Das Glück kann immer steigern, aber ich habe jetzt gerade aufgehört mit einer Birdie. Das erste Bier im Clubhaus wird sicher besser schmecken. Ihr spielt sensationelles Golf. Wie können wir die Leute zum Golfsport locken? Das ist eine schwierige Frage. Golf ist relativ zeitintensiv, das wissen wir alle mittlerweile. Und aber einfach einen ganzen Tag so in der frischen Natur verbringen, einen Ball in 200 Meter schlagen oder was auch immer, das hat schon was. Und immer die Größen, bis jetzt alle da sind, das sind Leute, die sieht man nicht jeden Tag in Österreich. Da muss man eigentlich sofort Auto zusammenpacken, herkommen, Murhof und Golf schauen. Es gibt keinen Grund, nicht herzukommen, dass man Angst hat, was falsch zu machen. Man kann nichts falsch machen. Es ist wirklich sehr, sehr schön hier oben. Und ja, allein sehr sehenswert, einmal auf Murhof zu kommen, die Anlage anzuschauen und natürlich den Spirit des Sports mitzubekommen. Es ist ein Gentleman-Sport und ja, also es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Und ich glaube, es ist ein Erlebnis für ja, jeden Sportfan.